Im heutigen Technik-Review-Video geht es um einen UHD-Projektor von Optoma, den UHD 350X. Das ist ein XPR-Projektor mit DLP-Technik und wir wollen uns mal anschauen, was mit dem Ding so los ist. Hallo, ich bin Joe Dominguez, willkommen auf meinem Kanal. Der UHD 350X ist der kleine Bruder vom UHD 51X, von dem unterscheidet er sich im Kontrastverhältnis und in der Helligkeit, während der 51X ein Kontrastverhältnis von 500.000 zu 1 hat und eine Helligkeit von 2400 Ansilumen, kommt der 350X auf ein Kontrastverhältnis von 250.000 zu 1, also die Hälfte, und eine Helligkeit von maximal 2200 Ansilumen. Die Technik, die dahinter steckt, ist sogenannte XPR, Pixel Shift Technologie, mit einem DLP-Chip von Texas Instruments. Pixel Shifting bedeutet, es wird, also eigentlich ist es ein nativer Full-HD-Chip, aber durch das Pixel Shifting wird das Bild viermal nebeneinander projiziert und dadurch entsteht ein UHD-Bild mit der entsprechenden Vierfachauflösung von Full-HD. Manche sagen, es ist Fake-UHD, ja, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall eine günstige Alternative zu einem nativen UHD-Projektor. Diese Geräte hier kosten weit unter 2000 Euro. Den 350X, den gibt es schon mal für 1200. Den 51X, der kostet dann ein bisschen mehr. Es gibt aber auch kleinere noch, den 300X und den 41X, die man auch für unter 1000 teilweise schon bekommt. Und das Nachfolgemodell 370X, der kostet auch um die 1400. Also das sind relativ günstige Sachen, während native UHD-Projektoren richtig ins Geld gehen. Ja, es ist eigentlich ein Fake-UHD, aber trotzdem ist die Bildqualität ziemlich beeindruckend. Das schauen wir uns nachher mal im Detail an. Ganz kurz zu dem Gerät selbst. Es ist ja recht handlich gehalten, wiegt 5 Kilo. Und wir wollen uns mal im Detail von außen anschauen, was hier geboten wird. Im Lieferumfang ist neben dem Projektor und der Objektivabdeckung, dem Objektivschutz, eine kleine Fernbedienung enthalten. Die ist sehr praktisch, die ist ja einfach gestaltet, übersichtlich, liegt gut in der Hand und ist beleuchtet. Ganz wichtig. Betrachten wir den Projektor mal von oben. Dann haben wir zunächst mal hier das Bedienfeld, von dem aus sich der Projektor komplett ohne Fernbedienung direkt am Gerät bedienen lässt. Und hier haben wir die entsprechenden Status-LEDs für die, ob er angeschaltet ist, ob mit der Lampe was ist und für Temperatur. Die entsprechenden Warnungen. Hier vorne sehen wir dann den Zoom bzw. das Lens Shift. Und wie eben gesagt, Lens Shift ist in dieser Preisklasse bei Projektoren selten zu finden. Diese hat es. Der Zoom ist 1,3-fach und das kann man hier alles bequem einstellen. Was uns an der Oberfläche auffällt, hier hinten haben wir so eine Art Klavierlackoptik, während der vordere Bereich geriffelt ist und scheint ein anderes Material zu sein. Ich weiß nicht, ob das kosmetische Gründe hat, dass es besser aussieht, oder ob es damit zusammenhängt, dass hier vorne rechts und links die Abluft, die heiße Abluft, hier wird die Luft eingezogen, an der anderen Seite kommt sie raus, die heiße Luft von der Lampe, und das Gerät wird wirklich warm. Also wenn es nicht im Eco-Modus betrieben wird, sondern im Standard-Modus, dann wird das hier richtig heiß, das lässt sich dann auch nicht mehr gut berühren, ist normal bei so Hochleistungsprojektoren. Ich betreibe es, wie gesagt, im Eco-Modus, da wird es auch warm, aber nicht ganz so extrem. Ich weiß nicht, ob diese andere Oberfläche mit dieser Temperaturentwicklung was zu tun hat oder ob es, wie gesagt, nur kosmetische, optische Sachen sind. Eins ist jedenfalls klar, das Ding ist Fingerabdruck intensiv, ohne Ende und zerkratzt auch gern. Ja, ist sehr kratzanfällig. Schauen wir uns das Gerät mal von hinten an. Hier sind die ganzen Anschlüsse zu finden und der ist wirklich gut ausgestattet. Da gehen wir gleich im Einzelnen drauf ein, was man hiermit so machen kann. Gehen wir das mal in der Reihe nach durch. Hier unten ist selbstverständlich der Stromanschluss. Hier kann man ein Kensington-Schloss befestigen. Hier ist der LAN-Anschluss. Hier hat er noch einen RS-232-Port verbaut. Ja, wofür man den heutzutage noch braucht, kann ich nicht wirklich sagen. Dann haben wir hier zweimal HDMI
1 und 2, jeweils in der Version 2.0 mit Unterstützung von HDCP 2.2. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Die Eingänge kann man nämlich auch runter regeln auf 1.4, je nachdem, was für eine Quelle anliegt und falls es mit der Darstellung Probleme gibt. Hier haben wir den VGA-Anschluss für einen PC. Hier hat er einen 12-Volt-Out-Anschluss, an dem man zum Beispiel die Steuerung einer elektrischen Leinwand befestigen kann. Hier haben wir Audio in und out. Er hat zwei 5-Watt Lautsprecher verbaut. Ja, der Klang, der ist natürlich nicht so berauschend, aber für Zimmerlautstärke reicht das völlig aus. Beziehungsweise man hat auch hier dann die Möglichkeit, über Klinke rauszugehen an einen Verstärker oder ein Stereoanlage oder irgendwas. Dann haben wir nebendran einen USB-Port mit Stromunterstützung. Also man kann hier keinen USB-Stick anschließen und Filme gucken. Das funktioniert nicht. Der hat keinen Media-Player verbaut. Aber man könnte zum Beispiel einen USB-Dongle anschließen, der dann hier mit Strom versorgt wird und über den HDMI-Eingang angeschlossen wird. Hier ist ein weiterer USB-Anschluss, der ist aber nur für Service gedacht. Und hier haben wir noch einen optischen Tonausgang, SBDIF. Ja, und soweit die Anschlüsse von hinten. Schauen wir uns den Projektor mal von vorne an. Hier vorne haben wir die Lüftungsschlitze, dann kommt das schöne große Objektiv und mit der Abdeckung, ja, die machen wir gleich mal ab. Hier ist auch der Fokusring und an der anderen Seite wieder die Kanten. Der Objektivschutz ist im Lieferumfang enthalten, der ist auch hier festgemacht, dass man den nicht verlieren kann. Das ist sehr praktisch. So sieht das dann ohne aus und hier oben am Rad kann man dann noch die Schärfe einstellen. Von vorne betrachtet, auf der linken Seite ist die Abluft, der Abluftschacht. Hier wird die heiße Luft rausgepumpt und wie gesagt, da steht auch extra in der Bedienungsanleitung, dass hier mindestens 30 cm Freiraum gelassen werden muss, weil die Luft, je nachdem in welchem Modus man das Gerät betreibt, richtig warm wird. Auf der anderen Seite finden wir den Schacht für den Luftfilter. Dieser ist bei Projektoren, die in unserer Region verkauft werden, nicht verbaut. Der ist nur für Gegenden, das steht auch in der Bedienungsanleitung drin, die stark staubgefährdet sind. Trotzdem bekommen wir aber in den Informationen und auch in den Einstellungen die Möglichkeit, die Filterstunden anzusehen und beziehungsweise eine Warnung einzustellen, wenn es Zeit wird, den Filter sauber zu machen oder zu wechseln. Wie gesagt, das betrifft uns nicht, weil in unserer Region, in Deutschland oder in Europa, wird das Gerät nicht mit Filter verkauft. Unter dem Projektor finden wir einmal die Vorbereitung für die Deckenhalterung, wenn er an die Decke montiert werden soll, und die drei Füßchen, an denen man die Höhe einstellen kann, wenn er denn auf dem Tisch benutzt wird, so wie ich das mache. Nachdem wir uns den Projektor jetzt von außen angeschaut haben, wollen wir ihn mal anschließen und schauen, wie er sich in der Praxis so schlägt und was er so kann. Hat der Projektor seine Ersteinrichtung hinter sich, ist das Standardmenü, wenn wir den anschalten. Hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, einmal den Projektor, die Projektor-Settings oder die Einstellung, wobei Einstellung ziemlich schnell erledigt ist. Da geht es nur um die Sprache, die man ändern kann, beziehungsweise das Netzwerk. Das schauen wir uns kurz an. Ich habe den jetzt mal zu Testzwecken ans LAN gehängt, was ich normalerweise nicht mache, weil es wird eigentlich nicht gebraucht. Wenn der denn aber am LAN hängt und auch eingestellt ist, kann man hier sehen, okay, Netzwerk ist verbunden, hat seine IP-Adresse bekommen, der hängt in meinem Netzwerk. Und das Ganze ist dafür sinnvoll, wenn man den Projektor über zum Beispiel ein Webinterface steuern möchte. Das sind die verschiedenen Optionen, die es gibt. Crestron, Extron, PJ-Link, AMX, Device Discovery, Telnet oder HTTP. Ich zeige das gleich mal ganz kurz am Beispiel von HTTP bzw. Crestron. Für die anderen Sachen, Extron, PJ-Link, AMX, Device Discovery, bräuchte man die RS-232-Schnittstelle und Telnet habe ich nicht getestet. Das ist insofern interessant, wenn man das über den Computer steuern möchte, also die Einstellung, oder wenn man mehrere Projektoren und möchte mehrere verwalten. Das geht dann auch. Das zeige ich jetzt. Das Webinterface rufen wir über die IP-Adresse auf. Hier sehen wir zunächst mal den Systemstatus. Und
Ihr könnt, wie der Projektor heißt, die Firmware-Version, die LAN-Version, das sind alles ganz interessante Sachen, vor allen Dingen die IP-Settings, kann man das alles nochmal prüfen. Hier ist dann der generelle Setup, wo man dem Projektor auch einen Namen geben könnte, hier oben in dem Feld, beziehungsweise auch das Passwort anpassen. Unter Projektor Control wird es jetzt eigentlich interessant, weil hier haben wir Zugriff auf die meisten Einstellmöglichkeiten des Gerätes, wie wir das eben auch schon im Menü gesehen haben. Von der Lautstärke über die Medienquelle kann man hier einstellen, die Helligkeit, Kontrast, die Schärfe und so weiter, die Brilliant Color, den Gamma-Wert, in welchem Wert der laufen soll. Die Farbtemperatur lässt sich hier verändern, beziehungsweise auch der Display-Mode. Und hier werden jetzt dann auch diese ISF-Modi angezeigt, allerdings ausgegraut. Hier unten. Das Aspektratio kann man verändern, hier die, wie man den Projektor verwenden will und den Power Mode in Eco. Unter Wireless Settings würde man dann die entsprechenden WLAN-Einstellungen sehen. Der Projektor kann kein WLAN, dafür braucht es einen Dongle. Hier kann man Reset auf Default machen und das System rebooten. Und jetzt gucken wir uns noch Crestron an, dass man hier über diese Taste aufruft, dann öffnet sich eine neue Seite. Die sieht dann so aus. Hier kann man jetzt auch einiges einstellen, aber längst nicht so detailliert wie in der HTTP-Version, die wir eben gesehen haben, also im Webinterface. Man kann nochmal die Source-Liste ändern, hier aufs Menü zugreifen und dann über die Steuertasten auf alle möglichen Einstellungen, beziehungsweise hier nochmal Kontrast, Brightness, Sharpness und den Zoom verändern, aber es ist nicht so komfortabel wie auf der anderen Seite. Also wenn man es benutzen möchte, würde ich die... Hier gibt es noch dieses Tool. Wenn man es benutzen möchte über LAN, würde ich das Webinterface vorziehen, dieses hier, weil hier einfach unter dem Projektor Control die meisten Einstellungen zu finden sind. Hier befinden wir uns im normalen Menü. Hier kann man jetzt die Quelle wählen, da kommen wir gleich dazu. Die Lautstärke kann man hier anpassen. Genauso wie über die Fernbedienung. Und hier sind dann schließlich die Projektoreinstellungen, wo es eigentlich interessant wird. Wir können hier für die jede Menge Bildeinstellungen machen, Audioeinstellungen, Projektoreinstellungen, die Infos abrufen und die Einstellungen zurücksetzen. Schauen wir mal ganz kurz in die Bildeinstellungen. Hier ist jetzt sehr viel ausgegraut, aus dem einfachen Grund, weil kein Signal anliegt. Aber hier kann man zum Beispiel sehen, welche Anzeigemodi verfügbar sind. Wir haben Kino, HDR, HDR ist ausgegraut, HDR-Simulation, Spiel, Bezug, dass er sich am Inhalt orientiert. Man kann hell setzen für den Fall, dass ein Computer angeschlossen ist. Unten die benutzerspezifischen Einstellungen und hier nochmal drei Dimensionen für 3D. Der ist nämlich 3D-fähig, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Das ist aber ausgegraut, weil kein 3D-Signal anliegt. Genauso wenig wie HDR. Entsprechend, wenn ein Signal anliegt für HDR oder 3D, sind diese Optionen dann verfügbar und können entsprechend noch weiter bearbeitet werden. In den Projektoreinstellungen finden wir unter Bildeinstellungen auch noch die Option, den Gamma-Wert zu verändern in verschiedenen Bereichen, ja, wenn man das haben möchte. Standard ist 2.2, man kann es auf 1,8, 2,0, 2,4. Dementsprechend wird das Bild heller oder dunkler. Video. Grafiken, gehen wir auf Standard. Unter Farbeinstellungen, hier wird es jetzt richtig interessant, da können wir noch Brilliant Color einstellen. In Schritten 1 bis 10 die Farbtemperatur verändern in einem gewissen Umfang, den Farbraum verändern, wie wir ihn denn gern hätten, beziehungsweise Farbabstimmung und RGB-Verstärkung auch noch. Und hier geht es nämlich dann richtig ins Farbmenü, dass wir, wie gesagt, für die einzelnen Farben anpassen können. Den Farbton, die Sättigung, die Verstärkung, beziehungsweise hier im Farbmanagement, wo wir wirklich die einzelnen Farben nochmal anpassen können. Da kann man sehr viel Einstellungen machen, sehr viel, ja, seinem eigenen Geschmack anpassen, beziehungsweise auch viel falsch einstellen, aber das ist alles kein Problem. Sollten wir uns völlig verzettelt haben mit den Einstellungen, kann man hier über zurücksetzen. Alles wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Also, dann haben wir hier die Audioeinstellung. Da können wir die eingebauten Lautsprecher aktivieren, deaktivieren, den Audioausgang aktivieren, deaktivieren, alles stumm schalten, beziehungsweise die Lautstärke anpassen.
In den Projektoreinstellungen finden wir die Infos über die Lampeneinstellungen, die Lampenstunden, die das bereits gelaufen ist. Hier kann man die Stunden auf Null setzen, wenn die ausgetauscht wurde. Und hier ist der Hinweis zur Lampe eingeschaltet. Das heißt, wenn die Lampe noch eine Restlebensdauer von 200 Stunden hat, wird ein Hinweis ausgegeben. Mit den Filtereinstellungen ist das genau das Gleiche. Da sprach ich ja schon drüber. Bei uns ist kein Filter verbaut. Trotzdem werden hier die Filterstunden angezeigt. Filtererinnerung ist ausgeschaltet und Filter zurücksetzen, wenn man den denn dann getauscht hat. Also wenn man in der Wüste guckt und hat einen Sandsturm überstanden und tauscht den Filter, dann sollte man die Stunden zurücksetzen. Hier sind die Stromeinstellungen, direkt einschalten, aus, ein, automatisch aus, Zeitsteuerung, Betriebsmodus im Standby ist Eco. Das wird alles, jede Einstellmöglichkeit in der ausführlichen Bedienungsanleitung sehr gut erklärt. Unter Infos finden wir dann jetzt nicht allzu viel, weil da kein Signal anliegt. Ich zeige es gleich nochmal, wenn ein Film läuft. Die Quelle, die Auflösung, den Anzeigemodus, den Modus Helligkeit, die Betriebsstunden, Lampenstunden, Filterstunden, das Farbformat, die Farbtiefe etc. Hier könnten wir jetzt alle Einstellungen zurücksetzen und von vorne anfangen. Jetzt wählen wir mal eine Quelle aus, wenn wir hier schauen, wird angeboten, der springt immer standardmäßig auf Media. Es ist kein Medienplayer verbaut, das ist erst beim Nachfolgemodell so. Wir können also nicht tatsächlich auf angeschlossene Medien zugreifen. Vielleicht ist damit, ne, das kann ja auch nicht sein. Auf Medien können wir nicht zugreifen, weil er keinen Mediaplayer hat. Vielleicht kommt das noch mit einem Update, ich bezweifle das aber, weil sein Nachfolger, der 370X, den Mediaplayer verbaut hat. Trotzdem springt er standardmäßig drauf. Wir gehen jetzt mal auf HDMI 1, das ist nämlich mein Standardanschluss. Ich betreibe den Projektor jetzt übrigens nicht in einem komplett abgedunkelten Raum, sondern es fällt noch ein bisschen Restlicht durch die runtergelassenen Rollladen. Aber man kann trotzdem sehen, dass das Bild, obwohl es im Eco-Modus läuft, und ich meine jetzt nicht den Standby-Eco-Modus, sondern den Lampenmodus, den habe ich bei der Grundeinstellung auf Eco gesetzt, um die Lampenlebensdauer zu erhöhen, und trotzdem ist das Bild recht hell. Wobei natürlich auch gleich zu sehen ist, dass Schwarz nicht richtig schwarz ist, sondern eher ein Grau. Das liegt aber grundsätzlich an der DLP-Technik und auch andere Optoma-Projektoren machen das so. Was wir jetzt nicht sehen können, und das ist auch gut so, die DLP-Technik ist ja dafür bekannt, dass sie einen Lichthof produziert und der ist auch hier da, obwohl die Leinwand maskiert ist mit einem 6 cm breiten Rand, ist an der Seite ein Lichthof zu sehen, wenn man genau hinschaut. Das mag jetzt auf der Aufnahme gar nicht auffallen, das liegt vielleicht auch an meiner Kameraeinstellung, die dunkelt das Ganze noch mal ein bisschen ab. Der Lichthof ist da, fällt aber im laufenden Betrieb überhaupt nicht auf. Also das für mich ist es kein Problem. Ich habe selbst vorher, als ich noch ohne Leinwand geguckt habe, ist mir der Lichthof nicht störend aufgefallen und mit Leinwand schon gar nicht. Durch die Maskierung und ja, stört mich nicht. So, wir gucken uns mal hier ganz kurz das Menü des Films Planet Erde 2 von der BBC an. Das ist eine Dokumentation in UHD 4K und hier wird tatsächlich das Nonplusultra gezeigt, was mit dem Ding so los ist. Ich möchte hier gar nicht lang verweilen, sonst gibt es wieder Urheberrechtsschutzverletzung. Wir spulen mal gleich vor auf eine Episode und zeigen das dann schön im... Und hier können wir jetzt hervorragend sehen, also der Raum ist noch nicht mal komplett abgedunkelt und trotzdem reichen dem Projektor seine 2200 Lumen, um hier ein sehr schönes Bild zu machen, dass der Schwarzwert Probleme hat, ist bekannt. Aber die Farben, die Kontraste, ist soweit alles in Ordnung. Und wie gesagt, hier wird jetzt noch ein Restlicht im Raum betrieben, sodass man das noch ein bisschen verstärken könnte, wenn man zum Beispiel völlig dunkel macht. Ich demonstriere das mal ganz kurz. Wir machen das Licht mal aus. Wegen den Urheberrechtsschutzverletzungen, die es eigentlich gar nicht sind, weil es handelt sich hier nämlich um Zitate, die gebracht werden, um die Qualität des Projektes zu unterstreichen. Egal, wir zeigen jetzt mal nur ein Standbild, damit wir mit niemand Ärger bekommen. Das ist von BBC, Planet Erde 2. Eine
top produzierte UHD, die ihresgleichen sucht, ist meiner Meinung nach immer noch das Referenzprodukt, das es zurzeit gibt, wenn es um UHD geht. Und wir können jetzt hier schön sehen, jetzt wo das Licht mal weg ist, wie sich Farben und Kontraste und so weiter verhalten. Das ist alles tadellos. Das Schwarz ist ein bisschen gräulich, das ist aber normal und einfach nur beeindruckend. Wir schauen uns das mal noch mit einem anderen Bild an. Hier können wir auch wunderbar sehen, das Grün, die Details, das blaue Wasser, alles wunderbar. Und immer darauf hingewiesen, Projektor läuft in Werkssettings, da ist noch nichts kalibriert. Aber ansonsten die Farben und die Details, die sind so fantastisch. Auch hier nochmal ein Farbbeispiel, wie das dargestellt wird. Das läuft jetzt übrigens im Moment. Schauen wir uns mal auf die Anzeige, wie man auch sieht, die Infos, dass hier also eine UHD-Auflösung anliegt mit HDR, dynamische Helligkeit. In den Infos können wir jetzt ganz deutlich sehen, dass es sich um UHD handelt mit HDR in dynamischer Helligkeit. 12-Bit 444 und Farbraum, der erweiterte Farbraum BT2020 HDR liegt an. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Bildeinstellungen und hier sehen wir jetzt unter Dynamic Range HDR ist auf Auto gestellt und im Bildmodus können wir jetzt den HDR-Modus noch verändern. Hier ist er auf Details gestellt, wir können den aber auch hell machen, dann verändert sich das Bild entsprechend oder aber auf Standard, dann würde das so machen. Ich persönlich bevorzuge Details. Film gibt es auch noch. Na, schau, guck. So. Jetzt sind wir wieder bei Details. Also sobald dann ein HDR anliegt, werden auch die entsprechenden Modi neu unterstützt und bieten dann plötzlich andere Optionen. Soviel mal zu der UHD. Wir werfen jetzt mal einen ganz kurzen Blick in ein Demo-Video von LG, nur um es zu demonstrieren. Das Ganze natürlich ohne Ton, okay. Es geht nur mal um die Bilddarstellung und die ist wirklich tadellos, so, sobald das mal fokussiert hat. Sehen wir, doch, da liegt sogar hier ein HDR-Signal an, 2160p, 50 Hertz. Und können wir mal sehen, was für ein traumhaftes Bild dieser Projektor projiziert. Und das bei nicht komplett abgedunkeltem Raum. Also wir haben ja ein Restlicht, das ist zwar gedimmt, aber trotzdem. Insgesamt können wir aber wunderbar sehen, was das für ein traumhaftes Bild ist. Mal ganz kurz auf die Werte schauen, mal eine Pause. Sonst und wenn wir uns das jetzt ansehen. Einstellungen, Anzeigemodus wird als HDR erkannt. Okay, und ist auf Detail gestellt, das ist schon recht dunkel. Okay, Gamma ist bei 1,8. Können wir noch abdunkeln und jetzt sehen wir mal hier die Infos. 2160p 50 Hertz, HDR, dynamischer Helligkeitsmodus. Farbumfang, Farbtiefe 12-Bit 444 und Farbformat BT2020, erweiterter Farbraum. Hier gibt es jetzt natürlich die Möglichkeit, anzupassen, ein bisschen abzudunkeln, über den Gamma-Wert beispielsweise. Das wäre der Standard, wie einem das so selbst gefällt. Der Punkt ist, der Raum ist nicht mal dunkel und die 2200 Lumen schaffen es also, hier ein fantastisches HDR-Bild zu produzieren. Und so viel mal zur UHD-Darstellung. Okay, hier mal ein Standbildbeispiel aus Star Wars. Das Erwachen der Macht. Jetzt bei ein bisschen beleuchtetem Raum, das dunkeln wir jetzt ja ab. So. Und hier sehen wir jetzt als Standbild mal wunderbar den Sternenhimmel. Und ich hoffe, man kann es auf der Aufnahme ein bisschen erkennen. Die Sterne sind unterschiedlich hell und unterschiedlich farbig. Also selbst das schafft der Projektor trotz seiner relativ geringen Lichtleistung und diesem Kontrastverhältnis
von nur 250.000 zu 1, aber auch diese Darstellung ist durchaus möglich. Und ich wollte noch eins dazu sagen, die Leinwand, die ich hier verwende, ist eine Standard 80 € Rollo-Leinwand, das ist nichts Besonderes. Hier könnte man jetzt natürlich noch ein bisschen mit einer Hochkontrast-Leinwand selbstverständlich was verbessern. Der Punkt ist der, es funktioniert auch so tadellos. Die Sterne sind unterschiedlich hell, unterschiedlich farbig und alles sehr gut zu erkennen. Also wir haben ja ganz dunkle Beispiele, wie hier zum Beispiel oder da, nur ein bisschen halbdunkel und hier dann die recht hellere. Hier sehen wir, dass eher Blautöne drin sind, wobei sie hier eher in Weiß übergehen. Also das funktioniert tadellos und das ist jetzt nur eine Blu-ray, es ist keine UHD. Und trotzdem wird das Bild wird hochskaliert, das machen sowohl der Projektor als auch der Sony UHD-Player. Und wenn wir jetzt hier mal in den Einstellungen schauen, also A beim Sony, wir gucken erstmal auf den UHD-Player, sagt er uns schon hier, es ist ein 4K 24p SDR-Bild. Also der skaliert schon hoch, das könnte man dem auch wegnehmen. Und der Projektor sagt hier unter den Infos, dass ein 2160p 24 Hertz Bild ist, im Anzeigemodus Kino-Modus ist hell und im Farbraum BT709 SDR für Blu-ray. Also das ist alles hervorragend und lässt sich wunderbar schauen. Wie gesagt, aus Copyright-Gründen machen wir das nur als Standbild. Eins wollte ich mal kurz noch erwähnt haben, der Projektor hat auch eine relativ geringe Geräuschentwicklung. Ich stehe jetzt neben dem Abluftschacht. Und wie ich auf der Anzeige sehe, ist hier nicht allzu viel zu hören. Das Abluftgeräusch wird sofort übertönt, selbst wenn man über die internen Lautsprecher hört und über eine angeschlossene Anlage sowieso. Also der ist verhältnismäßig leise. Ich habe noch einen 10 Jahre alten Optoma-Projektor. Das ist eine Waschmaschine dagegen. Also überhaupt kein Vergleich. So, jetzt geht es mal hier ganz kurz um ein 3D-Beispiel. Das ist wiederum Star Wars Erwachen der Macht. Hier das Menü. Und ich will damit nur demonstrieren, dass er auch 3D unterstützt. Was passiert, wenn man mit diesem Projektor 3D abspielt? Es wird reduziert auf 1080p, wie wir hier in der Anzeige sehen können. Hier wird jetzt die Option für 3D-Einstellungen freigeschaltet. Da kann man das Signal für die Aktiv-3D-Brille umschalten oder auch nicht, wenn es denn nötig ist. Das passiert manchmal, dass das nötig ist. Und unter den Infos können wir jetzt wunderbar sehen, es handelt sich jetzt um 1080p 24 Hertz Auflösung. Sobald dem Projektor ein 3D-Signal anlegt, schaltet er auf 1080p runter. Und hier wieder Farbraum BT709 für die SDR. Das funktioniert tadellos. Dieser Projektor ist ein DLP-Link-Projektor. Das heißt also, es ist ein DLP-Projektor, der unterstützt die, in dem Fall die DLP-Link-Funktion, mit der er sich mit der Brille synchronisiert. Da ist darauf zu achten, dass man die richtige Brille für die richtige Funktion auswählt. Ich gehe da explizit nochmal drauf ein. Für die Brille, die ich mir ausgewählt habe von HiShock, die 3D Shutter Aktivbrille Black Diamond in einem extra Video. Und erkläre da auch nochmal ganz kurz die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ansteuerungsmöglichkeiten für 3D Aktiv Shutter Brillen. Und der Vorteil von dem Aktiv 3D ist eben, dass zweimal Full HD anliegt im Gegensatz zu dem Passiv 3D, wo eben ein Full-HD-Bild aufgeteilt wird in Winden, genau, SPS oder OU. Und hier haben wir eben die Qualitätssteigerung durch das zweimal Full-HD-Bild, was aber für das Aktiv 3D normal ist. Jetzt gehen wir qualitativ mal einen Schritt zurück zu einer DVD, das ist der Film The Frighteners von 1997 und die DVD selber ist von 2005. Und selbstverständlich sehen wir jetzt hier qualitative Einbußen und Abstriche. Aber trotzdem, das ist Peter Jackson, trotzdem ist die Qualität immer noch schaubar. Auch hier wird ein Upscale gemacht vom Sony Player und der Projektor nimmt das auch an. Also das ist selbstverständlich kein Vergleich mehr, weder zur Blu-ray noch zur UHD, das ist ganz klar. Aber trotzdem lässt es sich hervorragend schauen. Wenn wir uns jetzt hier mal kurz die Einstellungen anschauen, 3D ist wieder ausgegraut,
Infos. Es wird 2160p 50 Hertz angezeigt, weil der Sony-Projektor das hochskaliert. 8-Bit Farbtiefe jetzt nur noch und wiederum BT709 SDR. Mal ganz kurz mit den Infos vom Projekt, vom Blu-ray-Player vergleichen. Da sehen wir jetzt hier, es liegt ein MPEG-Signal an, also kein AVC mehr, wie eben bei der Blu-ray oder bei der UHD. Und es sind nur noch 7,6 Mbit pro Sekunde. Dementsprechend ist auch die Qualität. Er macht aber einen Upscale auf 4K 50p SDR. Ja, das könnte man eben auch wegnehmen, dann wäre das Bild noch schlechter. Ist ja selbstverständlich nicht gewollt. Also man kann das hervorragend gucken. Auch das geht. Aha, so, da haben wir mal ein helles Bild. Hier sieht man einwandfrei. Also die Qualität ist trotzdem gut. Da wird schon das Mögliche noch rausgeholt, was die MPEG-Kodierung hergibt. Und wenn man überlegt, wie alt der Film und selbst die DVD schon sind. Ja, das lässt sich einwandfrei gucken. So, soviel zur Darstellung einer DVD. Und jetzt noch ganz kurz ein Streaming-Beispiel anhand von Netflix. Die Kunst des toten Mannes in HDR und 5.1. Ich habe die HDR-Option auf hell gestellt und wir können also wunderbar sehen, dass auch hier Farben und so weiter einwandfrei sind. Wir gucken uns mal ganz kurz die Einstellung an, bevor das wieder abdunkelt, weil es in den Pause-Modus geht. Hier ist es Info, da haben wir 2160p 60 Hertz in HDR dynamisch und nur 8-Bit, interessant, erweiterter Farbraum BT2020. Und bevor wieder einer kommt und sagt, wir machen hier illegale Sachen, gehen wir wieder auf Pause. Und das war nur zur Demonstration. Das war es auch schon wieder für heute mit dieser kurzen Vorstellung des UHD-Projektors von Optoma UHD350X. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch, einen Kommentar, abonniert meinen Kanal. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.